eine große Kirchenglocke ohne Klöppel und ein begehbarer Heißluftballon. Die spektakulären Installationen von Chris Martin begeistern ganz Hannover. Der Belgier gehört zu den Shootingstars der internationalen Kunstszene. Die Kästner Gesellschaft präsentiert gerade mit Every Day of the Week eine umfassende Einzelausstellung und bietet so die Möglichkeit, sich mit den Positionen des Künstlers vertraut zu machen. Clara Wignanik. An einen Zufallsgenerator angeschlossen, rotieren die leeren Plättchen der Anzeigetafel ungestört vor sich hin. Was auf den ersten Blick sinnlos erscheint, gibt der Tafel von Bahnsteigen und Flughäfen auf den zweiten etwas Faszinierendes. Denn Uhrzeit und Reiseziele fehlen. Diese hat der Künstler entfernt. Auch mit der 2 Meter großen chinesischen Vase scheint etwas nicht zu stimmen. In Chris Martins Werken geht es um existenzielle Fragen wie Leben und Tod. Er beschäftigt sich auch sehr viel mit der Frage nach der Zeit und Endlichkeit und Vergänglichkeit. Unter anderem auch in der Vase, die wir hier sehen, ist eine Arbeit von 2005, die der Künstler vor jeder Ausstellungspräsentation einmal umschmeißt und dann wieder zusammenklebt. So verändert sie sich sozusagen mit jeder Präsentation selbst und stellt ein bisschen die Frage in den Raum, wie lange dieser Prozess noch vonstatten gehen kann. Every Day of the Week ist der Titel der neuen Ausstellung in der Kästner Gesellschaft. Der belgische Künstler Chris Martin bringt uns hier seine Vorstellung der Bedeutung der kleinen Dinge näher, aber auch der Vergänglichkeit und des Lebens. So ist ein ganzer Raum mit schimmerndem Bronzekonfetti übersät. Der Besucher ist dazu eingeladen, damit zu spielen und, wie der Titel Festum verrät, auch damit zu feiern. Aber was genau der Anlass sein soll, wird nicht festgelegt. Nichtsdestotrotz bleiben die Konfetti an den Schuhen kleben und verteilen sich so über das ganze Museum und darüber hinaus. Aber bei Martin geht es noch kleiner. Die Arbeit Summit sind Steine zunächst einmal und werden auch als solche oft von den Besuchern wahrgenommen, bis sie dann die kleinen Papierkreuze entdecken, die sich auf den Steinen befinden. Ein weiteres Thema von Martin ist die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft. Unbekümmert bezeichnet er sich dabei als Idioten. Eins der Hauptwerke zu diesem Thema ist eine 1500 Seiten lange Abschrift des Romans Der Idiot von Dostojewski, die der Künstler über 5 Monate lang angefertigt und immer wieder den Namen der Hauptfigur durch seinen ersetzt hat. Mich fasziniert oder ich finde besonders spannend, dass er mit der Figur des Idioten und das Thema des Karnevals spielt. Und viele seiner Werke das aufgreifen, indem sie im ersten Moment sehr idiotisch oder banal wirken und damit aber oft eine zweite, tiefere Seite verknüpft ist. Die Ausstellung kann noch bis zum 3. Februar in der Kästner Gesellschaft täglich von 11 bis 18 Uhr, außer montags, besichtigt werden.